das hier. Das hier? Was geht ab? Alter, egal was für ein Einschaltung, Marvin ist am Start, Digga, gell? YouTube. Das Intro lassen wir heute weg. Dieses Video hat uns sehr viel Zeit gekostet. Wenn eure Mundwinkel also ab und an mal zucken, dann unterstützt uns doch. Dann sind wir alle total auf Crack. Gerne mit einem Abo. Die 1000-Marke ist in Sichtweite. Komm mal, Lovely Friendos, geh wieder rein. Wir sind zwar heute nur in Anführungszeichen 500 Zuschauer, aber wollen wir da mal reingehen? Wie viel fehlt denn da noch? Ist doch geknackt. Alles klar. Okay. Wir erzählen lasst über. Es. Wir erzählen, Rückzug. Wir erzählen. Nee, ja genau. Macht mal da runter. Komm, wir gehen auf 800 runter. Nee, Spaß. Wenn die fragen, wir haben es geschafft. Die Jiggy Community war. Viel Spaß. Ruf dein Homie an. Domian. This here's a story of Cassius Clay. Was geht ab, ihr Lieben? Hallo Cassius, how are you doing? Was ist das jetzt? Mein Name ist Cassius Clay. Qualifikation JBB Part 2. Wenn ich battle, ist eine einseitige Schlägerei. Wenn du mit dem Namen Tim Clay auf die Welt kommst und dein Stiefvater bereits ein verschnupfter Deutschrapstar ist, welcher jedoch dich und deinen Adoptivbruder enttäuscht und... Oh, wow, wow. Oh, wow, wow. Die haben da jetzt nicht den absoluten Überboss. Die haben da jetzt gerade... Haben die auf jeden Fall, wer weiß ich, wer Twizy jetzt hier, was sagst du denn dazu, Twizy? Die Influencer, diesen Beef wollt ihr nicht. Diesen Beef wollt ihr nicht. Ihr wollt keinen Showdown mit dem King. Rapstar ist, welcher jedoch dich und deinen Adoptivbruder enttäuscht und früh verlässt, ist dein Schicksal bereits besiegelt. Du wirst Rapper und zeigst es allen, die nicht an dich geglaubt haben. Ja, ich habe einen Plan. Du meldest dich in jedem Battle-Rap-Turnier Deutschlands an. Du fliegst immer in der zweiten Runde raus. Ey, die sind ja richtig, ich weiß das. Also ich meine, natürlich ist es jetzt, wenn es gegen den Homie Cassius geht, ist mir im Grunde genommen scheißegal, gegen wen es geht, aber ich will jetzt nicht, dass sich Cassius darüber angegriffen fühlt, weil ich jetzt hier lache. Aber ich finde die giftige Art von Influencer auf einmal gerade voll lustig, Digga. Ist voll unterhaltsam, Alter. Was ist denn bei euch los? Ja, sag mal, habt ihr euch Mut angesoffen? Wenn ihr den Twizy da reinpackt, dann auf jeden Fall. Ja. Gerne mal auschecken. Der Asiate trinkt jetzt einen leckeren Schluck von unserem Partner Holy. Heute trinken wir leckeren Apfel-Grüne-Tee-Eistee, Vater. Mmh. Energy Drinks, Eistees. Link in der Beschreibung, es ist der zweite. 100% vegan. Mehr sag ich jetzt gar nicht mehr dazu. Checkt es aus. Gibt Becher, Tassen, Flaschen. Der zweite Link in der Beschreibung. Maxi Cosi, Minigames, Arcade-Modus, Sega-Konsolen und Donkey Kong für den Super Nintendo. Ja, und N64. Genau. Schritt 3. Ende. Schritt 3. Ende. Die Leute werden jedoch auf dich aufmerksam und wenn du korrekt bist, lernen sie dich nicht nur kennen, sondern auch lieben. Wer ist dieser Cassius? Der scheint ziemlich abzufucken. Gute Frage. Tim ist 2006 in Köln geboren und liebt Musik fast so sehr wie Alkohol und Zigaretten. Dieser Junge ist... Nee, 17. Was ist er? Er ist 2006 geboren. Ist er 2006 geboren? Nein, natürlich nicht. Der ist 29... Sag ich jetzt einfach mal, Bro. Er ist 29. Ich glaube, er ist jünger. 29. Jünger ist er. Definitiv. Wer ist das? Hier siehst du zum einen den Typ, der mir gedroht hat und Flair. Ich wollte gerade sagen, ne? Cassius hat mir nämlich auch mal gedroht. Nach was? Auf dem Boden geblieben, authentisch und liebenswert. Erstmal geht ein Gruß an die Großen, das Urgestein, die Prominenz, gestatten Cassius Clay, eure zukünftige Konkurrenz, man halt die Fresse. Er streamt nicht nur aus seinem Kinderzimmer, sondern in letzter Zeit sogar ab und an mit seiner Mutti. Oh, hi! Fein. Was wolltest du gerade sagen zu Alicia Chow? Alicia Chow? Nichts, ist eine coole. Die ist sehr sympathisch. Gut. Und an mit seiner Mutti. Seiner Mutti? Alter, wie die Stichel, was ist mit denen, Alter? Oh, hi! Look at him! Look at him! In seinen Streams spricht Cassius mit seinem Chat häufiger über die guten alten Zeiten des Battle Raps. Dabei schafft es Tim regelmäßig mehrere hunderte Zuschauer in Gefangenschaft zu nehmen, welche unbedingt das 14. Mal über das 128. Finale vom VBT 2004 reden wollen, ja. In dem solche Wichser. Breiteisenboy die Mutter seines Gegners Ritzenrico als doofe Kuh bezeichnete, ihr Rico dann sagt, dass er schon mal in die Schwester seines Gegners eingedrungen ist. Für die... Diejenigen unter euch, die noch nie die Abkürzungen JBB oder VBT gehört haben,
Hier eine kurze Erklärung. Jetzt wird's gottlos in den Dreck gezogen. In Battle-Rap-Turnieren wie das Julians Block Battle oder... Okay, du kriegst bei dem Intro Netto-Nostalgie vielleicht, weil du ein Jahr davor schon da warst. Wenn ich dieses Intro... Drei Jahre vorher. Ja, wenn ich... Ja, stimmt. Wenn ich dieses Intro höre, Digga, das war halt mein Status. Oder da habe ich erstmal gelernt, was YouTube ist und alles. Ja. Ich kannte das alles nicht, Digga. Kennst du noch das allererste? Da war... Nee. Da gab es noch gar kein Intro, da war es noch Julians Block. Ja, stimmt, dieser, normal, ich habe da drauf reagiert. Joker. Ja. Aber dieses Intro gibt mir ganz krasse Flash, Digga. Hier eine kurze Erklärung. In Battle-Rap-Turnieren wie das Julians Block Battle oder das Video-Battle-Turnier disten sich jährlich erwachsene Männer gegen diverse Maskottchen von scheinbar drittklassigen Eishockey-Teams mit freschen Reimen. Der mehr Synonyme für das Wort Blödmann im Duden finden konnte oder den Gegner als Pädo beschimpft. Das sind natürlich Anschuldigungen, die sehr hart... Ist gut. Also, will dazu eigentlich gar nichts sagen. Ich will dazu, aber irgendwann, eigentlich will ich schon dazu was sagen, aber irgendwie will ich auch nichts dazu was sagen. Also wer sich nach den ganzen aktuellen Geschehnissen rund um Sinan G immer noch nicht dazu entschlossen hat, ihm den Rücken zu kehren, dem ist, glaube ich, nicht mehr so helfen. Und ich glaube, da tut es auch kein Argument der Welt mehr. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich mich auch gar nicht dazu berufen fühle, irgendwie da was zu sagen. Weil die Beweislage und die Dinge, die passiert sind und die auf dem Tisch liegen, die Fakten sind so erdrückend, wenn die Leute es jetzt nicht checken, kannst du kein Argument auf der Welt bringen, dass sie es checken. Also musst du einfach diese Leute in ihrem Glauben lassen und keine Ahnung, scheiß drauf. Und hatte am Ende gewonnen. Das war zu jener Zeit noch sehr spannend und brachte viele neue Rap-Talente auf die Karte. Heutzutage sind diese Turniere leider von richtig professionellen Rappern unterwandert, was den Wettbewerb unfair macht. Ich seh die Chicks da, sie tragen eine Burka, man erkennt halt nichts. Grauer Schleier, unkenntlich, aber Augen sind geschminkt. Ist einfach nur highly beängstigend. Das war das dieser Song, der gesperrt ist von KuchenTV? Ich hab keine Ahnung. Das war doch dieser Islam-Song, der... Der glaube ich jetzt nicht so... Aber das, alt ist das noch nicht, weil... Der sieht einfach aus, als wäre es vorgestern, aber das könnte bei ihm 22 Jahre her sein. Nein, Digga, wahrscheinlich ist der da 13. Oder? Ich sag das, wie lange ist es her? Ich sag 8 Jahre, einfach mal so. Ich sag 8 Jahre. Ja, warte, wie alt ist der? Ja, ich schätze auch, komm gut hin. 2016. Schreib mal jemand rein. Ja, 2016. Grauer Schleier, unkenntlich, aber Augen sind geschminkt. Ist einfach nur highly beängstigend. Wenn ihr also eher an Battle-Rap vergangener Tage interessiert und nicht fotzig genug für die neueste Shirin David Single seid, dann ist Cashis der Teenager. Geiler Song von Cashis, Alter. Eures Vertrauens. Weißt du, was ich bei Cashis manchmal denke? Er singt ja wirklich gut, ne? Aber wenn Cashis. Nochmal ein bisschen tuned. Dings, ja. Ein bisschen einfach, Melodie oder so. Ja, nein, also. Der hat die Melodie, aber er muss einfach seine Töne, die sind manchmal so ein bisschen, ich kenne das nur, weil ich selber halt mache, weil Spoofy meine Hooks immer so tuned. Und er müsste einfach sein, wenn seine Hooks perfekt getuned wären, also wirklich, wo jede da, wenn es alles perfekt drauf wäre, dann würde es noch krasser sein. Und man würde es gar nicht bei ihm hören, weil er schon so nah an dem Ton dran ist. Mr. Rap Shoutout geht raus, Alter. Richtig geiler Typ, feier ich wirklich. Nee, wie? Nee, der macht immer so. What's up? Geiler Typ, Alter, feier ich. Mr. Rap oder zu Deutsch Herr Rap ist kein Streamer. Sein. Warum eigentlich nicht? Verstehe ich auch nicht. Ich hatte mal ein bisschen Kontakt mit ihm, aber der ist echt ein netter Typ an sich. Weiß ich auch nicht. Aber er ist, glaube ich, auch, ich kann auch nicht verstehen, wie man ihn fronten kann. Irgendeiner, der hat ja immer geile Leute eingeladen und es war alles immer nice und der hatte richtig Erfolg. Ach stimmt. Aber dann hat er aber wegen dem Hintergrund, genau. Weil irgendein Lappenrapper sich aufgeregt hat und dann musste er die ganzen Videos runternehmen oder was weiß ich. Also das ist Idioten. Naja, das war böse. Idioten. Content besteht aus kurzen, knackigen und informativen YouTube-Videos. Bei ihm dreht sich alles um aktuelle Nachrichten in der Deutschrap-Szene. Ihn gucke ich auch sehr oft, muss ich wirklich sagen, weil ich mag es auch, wie er, auf den Punkt kommt, Bericht erstattet. Und er hat auch immer noch diesen Humor so drin. Er hat noch diese Leichtfüßigkeit irgendwie drin, was ich sehr, sehr feiere. Es ist wieder Spargelsaison und wie jedes Jahr verdirbt einem die Wahrheit über die Ausbeutung auf Spargelfeldern ordentlich den Appetit. Kein Bock auf Gassi gehen? Einfach Hund verkaufen. Ist Lidl jetzt woke?
Wer will schon gerne Adolf heißen? Dabei steht die Musik häufig eher im Hintergrund. Die Inhalte seiner täglichen News beziehen sich zumeist auf den zuckersüßen Gossip der deutschen Sprechgesangsartisten. Schlägerei im Altersheim. Ein typisches Mr. Rap-Video besteht aus einem Intro, in dem er euch erzählt, was er gleich erzählen wird. Thema 1, Werbung. Thema 2, Verabschiedung. Und ein Deutschrap-Meme. Die Videos sehen dann in etwa so aus. Die gefährlichsten Gegenden in Deutschland. Da bin ich groß geworden, meine Freunde, ja. Sind Kleingartenanlagen. Kleingartenanlagen, Digga. Kleingartenanlagen hört der Spaß auf. So jetzt auch in Berlin bei der Gartenfreundin Pankow. Denn hier gibt es offenbar Streitigkeiten um angebliche Veruntreuung von Pachtzahlung. Und bei so emotionalen Themen wie dem eigenen Kleingarten kann sich natürlich nicht einfach auf Vater Staat verlassen werden. Nein. Laut Medienberichten kursieren wegen diesen angeblichen Vorfällen bei den Gartenfreunden Pankow jetzt nämlich... Das ist echt lustig, Alter. Was ist denn mit den Influencern passiert? Was ist denn mit euch? Seid ihr heute wieder im Chat? Was ist mit euch passiert? Todeslisten mit den Namen mehrerer hoher Funktionsträger. Kleingartenanlagen sind kein rechtsfreier Raum. Aber erstmal kurz. 10... Jetzt einarmig. Apropos 10, mit dem Code ja, 10 gibt's bei Sekt Plus 10%. Und damit sind dann auch einhändige Klimmzüge gar kein Problem mehr. In einem Einfamilienhaus im Norden von Rheinland-Pfalz, in Wissen, haben Behörden, nachdem sich Nachbarn beschwert hatten... Ickpiet, ich weiß, Mann. Ich weiß. Hast recht, Digga. Was geht ab? Shoutout geht raus. Wir haben manchmal auf Instagram schon geschrieben, glaube ich. 800 Ratten gefunden und gerettet. Alter, das Haus war bewohnt. Guck mal, wie assi alle, ey. 800 Ratten, alle, ja, das ist Keller. Wirklich. Bro, also die Influencer, ihr seid ja noch neu dabei, ne? Ja, macht eure Erfahrungen, aber ich würde nicht. Der Boy, kennst du der Boy noch? Der Boy, der hat auch mal, der Manu ist geplatzt auf ihn und auf ganz viele andere. Der Boy, der war eiskalt. Also, ne? Der Boy hat richtig krass recherchiert. Euer Boy, ich sag mir euer was. Ist das euer Boy? Euer Boy, ja euer doch. Boy, der ja, hat immer so Comics Boy gemacht und so. Ja, ja, der hatte dieses Harry Potter-artige... Ja, ja, ich weiß, wen du meinst. Genau, stimmt, krass. Hm? Aber der gibt's lange. Aktuell gibt's ihn nicht mehr. Aber krasser Typ. Also ich meine, die machen natürlich, man redet schneller so über sie, diese Fronts und so, diese Sticheleien sind natürlich schon gut. Ist so. Ja Spaß, Mann. Ja, klar, aber du weißt, in der Deutschrap-Szene, da bist du ganz schnell, Digga. Spaß, Alter. Ne? 800 Ratten gefunden und gerettet. Das Haus war bewohnt und die Ratten waren halt Haustiere. Haut rein. Stupido war das Beste damals, ich schwöre. Stupido war einfach anders krass. Das ist auch ein Content, den du nicht... Kennst du Stupido? Ich glaube nicht. Was war das? Alter, dann müssen wir eigentlich gleich... Das muss ich dir kurz zeigen. Was ist Stupido? Der hat ganz lange Interviews genommen, hat die so zercuttet, dass die Interviewer bzw. die Protagonisten einfach total in Viren... Kenn ich, wurde mit mir auch gemacht. Ich habe schon, 5 ja. CDs verkauft. Ja, ja. Christoph Wald, ist das ist doch der Friseur, oder? Zudem ist doch der Friseur. Ich weiß jetzt aber, wer Christoph Wald ist. Lustigerweise frage ich mich selbst gerade, warum ich das nicht wusste. Christoph Wald ist doch der von Feuer über Deutschland. Spaß, ist doch der von 12 Years a Slave, oder? Der da bei... Oder bei genau, das ist ein österreichischer Schauspieler. Der österreichische Schauspieler, der auch bei... Du meinst aber Udo, den meint das. Ich meine Udo Wald ist der Friseur. Genau. Ja, ja. Ich habe da einen kurzen Hänger gehabt, Alter. Ja. Django Unchained, genau. Ist Mr. Rap der einzige Deutschrap-YouTuber, der noch nicht als Abschaum von der Deutschrap-Szene ich bin die Szene bezeichnet wurde. Wenn ihr also wissen möchtet, wen MC Schnürschuh in seinem neuesten Mach das nicht mit mir! TikTok-Match als Nachkommen einer Laufhausdame bezeichnet bei Universal. Hat oder wen Universum. Bro, ich hab grad wirklich überlegt, Twizzy, ob du das bist, aber wie sieht denn da Twizzy aus, Digga? Das ist wirklich Twizzy, ja. Sieht aus wie Macho. Ja, aber was haben sie denn mit ihm gemacht, Digga? In seinem das neuesten sieht man, dass Botox durchkommt. Botox! TikTok-Match als Nachkommen einer Laufhausdame bezeichnet hat oder wen Flair aktuell bedroht, dann... Abonnier und aktivier. Nee, bedroht Flair. Die Glocke. Aktuell. Warum warst du dich nicht dabei? Doch, ich war dabei. Flair aktuell bedroht. Warte, stopp. Die kenne ich nicht, die Boys, aber das sind... Die da so unten, Digga, das ist Meier Häufer und... Ah, ja, 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 also von Klaas Heuer Umlauf. Klaas Heuer Umlauf, okay. Und... aber Flair bedroht sich selbst, okay. Symes, ne? Shirin, ist klar. Farid. Das ist hier der Manager von Shirin. Ich glaube auch der Freund. Kolja, J-Love. Und Animus, okay. Mieze, Lars sieht wirklich aus wie 5, wie 15, 14. Und dann... Abonnier und aktivier die Glocke. Das Glöckchen. Tschüssi. Ja,
Chio ist auf jeden Fall ein Ehrenmann. Der hat letztens auf was reacted. Ich habe nicht so oft Kontakt mit ihm, aber wir sind immer das einer dieser, ist one of these guys, mit denen man, so ich höre mich mit ihm und bin direkt so tight, ist sehr cool. Und er hat mir letztens geschrieben, beziehungsweise eine Voicemail gemacht, dass ich auf, warum ist hier eigentlich der Knopf weg, war der? Das hat dir die Mieze schon gesagt, aber du wolltest nicht hören. Er hat auf was reacted, was und das wurde gestrikt und er hat mir gesagt, ey Bruder, pass auf, reacte da nicht drauf, die striken das weg, Alter, lad es nicht hoch. Das hast du vorhin gesagt, mit dir, das weiß ich, aber das fällt mir jetzt erst auf. Warum ist denn hier kein, habe ich das Hemd falsch an? Hä? Was ist denn das für eine Scheiße? Warum fehlt denn der Knopf? Guck mal, da ist nicht mal so genäht, Alter, da ist nicht mal so eine Fläche zum Nähen. Nein, sie hat es dir wirklich gesagt und da hast du noch einen Witz draus gemacht und deinen Bauchnabel gezeigt, Kollege. Ja? Ja, steht, oh Gott. Alter, er steht total auf dem Schlauch. Ich habe schon wieder Schiffen. Echt jetzt? Den leckeren Holy. Aber du kannst weitermachen. Soll ich weitermachen? Ja, natürlich. Hallo Dio, ich kenn dich schon dank vieler Songs. Deshalb wollte ich wissen, wie du auf die ganzen Lieder kommst. Ach, ich will echt nicht übertreiben. Doch vor allem in üblen Zeiten hilft mir oft darüber schreiben. Denn Rap ist für mich mehr, als ich euch gerade so erzähle. Es ist alles, was ich brauch, so wie der Sprachrohr meiner Seele. GGG auf Wish bestellt. Wäre keine Digga, das ist JGG auf Wish bestellt, das ist JGG auf Crack geraucht. So wie das Sprachrohr meiner Seele. GGG auf Wish bestellt. Wäre keine passende Beschreibung für die sympathische Glatze aus... Aber was meint er jetzt mit JGG auf Wish bestellt? Wish bestellt. Wäre keine passende Beschreibung für die sympathische Glatze aus Berlin. Der liebe Gio hat schon sehr viel durchmachen müssen. Als er vor circa 10 Jahren noch 30 Jahre jünger aussah, wurde er erst von einem Schwamm verprügelt und anschließend hatte er es mit tausenden 13-Jährigen im Internet zu tun, welche Diss-Tracks wortwörtlich nahmen. Spoiler an Shin Defense, Kollegas Mutter ist gar keine Prostituierte. Giovanni Gartner ist der lebende Beweis, dass du kein Alpha sein musst, um eine Modelfreundin zu haben. Aga, wenn er dich irgendwie Aga! Gegen deinen Willen festhält oder so, dann gib uns im nächsten Video einen Hinweis, wir holen dich da raus. Zudem hat er einen jüngeren Bruder namens Kasa. Dieser ist ebenfalls Rapper und sieht aus wie die lizenzfreie Version von Gio. Du bist so schön und mit deinem Ego bängst du jede Note. Danke, das können wir leider nicht zurückgeben, Bro. Bronco, geh die Schlampen holen! In den letzten Jahren ist es musikalisch ruhiger um Gio geworden. Fans verfolgen ihn in seinen unregelmäßigen Twitch-Streams. Hier wartet auf seine Zuschauer Content, der bunter nicht sein könnte. Ein typischer Chio-Rap 90-Stream läuft ungefähr so ab. Erklärung, warum er die letzten Tage nicht online ja, das war. Ist geil. Das ist, Alter, geil. Geil, Alter. Das kenne ich auch noch von mir früher, wenn diese Rechtfertigung nehme. Lustige Geschichten aus Chios Alltag. Ausführlich auf jeden treuen Abonnenten eingehen inklusive Bewertung des User-Profilbildes, Reaction auf einen neuen Rap-Song, Anekdoten aus seinem Leben, Reaction auf das neueste Schulz oder Skis-Video. Der Chat wird langsam unruhig und ver... Guck mal, Jules, krasser was ist mit dem Bruder krass, passiert? Krass, exploded, Digga. Wie exploded? Ja, wie, der ist krass unterwegs, Jules, oder was? Ja, macht ja noch. Junge, der weiß wie gerade durch die Decke geht. Alter, ja, ich weiß, dass er überkrass ist. Da müssen wir gerade mal einen Shoutout raushauen, Digga. Aber jetzt mal ernsthaft, ich habe Jules ewig nicht mehr gesehen. Der ist einer der krassesten, was die Klicks gerade und so angeht. Wir müssen mal einen Shoutout raushauen, Digga. Der macht sich richtig. Guck mal, von 23 Stunden. Guck mal, 2 Millionen Aufrufe, Digga. Jules. Ja? Dann gibt es natürlich noch... Guck mal, was er macht, Digga. Zurecht. Die Geschehen. Ja, ja, nee, das... das er hat leider das eine Video, der hat mal so ein lustiges Video über mich gemacht, Alter. Krass. Da hat er noch mit mir geredet, weißt du? Da stand ich über ihm auf der Treppe. Jetzt steht er über mir, weil er mehr Abonnenten hat. Und jetzt kommt er auch gar nicht mehr hier in den Stream und so, ne? Ja, das ist ja abgehoben. So verändert es die Leute. Ist immer das gleiche Spiel. Oh je. Land JBB-Content. Anschließend werden Glückskekse vorgelesen und Gio erklärt neuen Zuschauern, was man sich von den Kanalpunkten sonst noch kaufen kann. Reaction und oder Schwafelei über irgendein Videospiel. Währenddessen fängt im Chat alle 3 Sekunden jemand ein Pokémon. Sarzneef, das Erkältungs-Pokémon. Das einzige, was bei Sarzneef läuft, ist seine Nase. Mit dieser kann er jeden Gegner anstecken. Es besitzt die Attacke Unterdrücker. Diese kann jedoch nur ausgeführt werden, wenn er seinen Rücken bezahlt hat. Das ist klasse! Ja! Glück muss man haben! Pikachu, los, schnapp es dir!
Verwirrung entsteht, weil es neben den Kanalpunkten auch noch Punchline-Punkte gibt. Gio erzählt, dass er irgendeinen Deutschrap-Gossip mitbekommen hat, aber eigentlich auch nicht so richtig und dass es ihn eigentlich auch so gar nicht interessiert. Dennoch fragt er seine Zuschauer, ob jemand was Genaueres weiß. Jetzt folgt eine Reaction auf ein Quiz des sehr, sehr guten YouTube-Kanals, die Influencer. Gio verkackt das Quiz und ist schlecht drauf. Nun driftet der Stream. Das kenne ich auch. Das Quiz verkackt und schlecht drauf sein, Digga. Ihn komplett ab und entweder findet ein Murmelturnier statt oder Gio zockt um 0.56 Uhr irgendein Anime-Game, welches wieder er noch der Chat versteht. Gio weg. Ganz kurz, letztens, als wir das letzte Quiz gemacht haben. Du hast gewonnen. Da warst du auch ein bisschen scheiße und drauf. Ich war richtig scheiße drauf. Weißt du warum? Ich habe mich so geärgert letzte Woche. Letzte Woche noch. Hab ich gesagt, wie kann ich denn All for One von Azad nicht erkennen? Ich dämliche Missgetüt. Alter, ich habe mich so geärgert. Ich kenne das. Wie dumm bin ich? Ja, das ist. Ich weiß genau, ich fühle dein Pain. Das ist wirklich so, auch wenn man manchmal so Call-Samples oder so, dann denkt man, das kann doch nicht sein, Alter, weißt du? Endet den Stream mit den Worten. Ich weiß noch nicht, ob und wann ich morgen online komme, aber danke an den Einzelnen, der da war. Alter, das ist so, ich war auch genauso früher immer dieses, ich weiß ja, ob ich komme, so. Ich weiß, ich bin ja heute auch noch sehr krass so, aber jetzt habe ich, nachdem ich den Freitag fest integriert habe, habe ich das auch noch den Mittwoch fest integriert. Du bist schon sehr strukturiert jetzt. Ja, zweimal die Woche reicht aber auch. Bist du Twitch-Partner jetzt? Nee, Mann, weil da müsste ich öfter streamen. Da müsste ich 12 Tage im Monat streamen. Und das schaffe ich nicht, weil ich einfach jede Woche nur zweimal, ich komme immer nur auf 8. Ich gehe zweimal die Woche live, sind 8. Ich müsste aber auf 12 kommen. Und was bringt dir das? Höhere Prozentsatz an Gewinn, also ich würde wahrscheinlich deutlich mehr Geld verdienen. Mhm. Ist eigentlich auch voll dumm, dass ich das nicht mache. Mhm. Und ansonsten alles weitere musst du die Miete fragen, weil ich weiß es nicht. Miete, erzähl mal. Erzähle mal! Gio war nie ein Gangster, er hat in Rap-Battles gekämpft und seine Mama sieht ihn heute im Internet auf Twitch rumhängen. Sowohl seine Songs als auch seinen aktuellen Content sollte jeder Mensch einmal konsumiert haben. Also lasst hier ein Like und ein Abo da und macht euch mit einem Blumenstrauß bewaffnet zum lieben Giovanni. Ich mach mal die Fitnertür auf. Du hast ja auch mal Stress mit Gio. Was war denn da eigentlich los? Ach, Bruder, ist doch ewig her. Aber ich habe Gio dann halt ein, zwei Backpfeifen gegeben und dann war das Thema zu. Ja. Und jetzt ist alles gut. Wir verstehen uns. Nee, wirklich. Wir verstehen uns. Aber das dumme Mistschwein hat sich geärgert. Ich hab dir gesagt, meine LieblingsrapperInnen kommen mit drauf, Bruder. Ich habe es dir gesagt und jetzt ärgert er sich. Hat er geheult letztens. Ja, das ist schade. Man hat dich auch gefragt, da kannst du auch kurz mal was sagen, warum ein Johnny nicht drauf war, ein Damon nicht drauf war. Johnny und Damon haben zugesagt, also jetzt bei mir, ich rede jetzt bei meinem Song. Ja. Haben die zugesagt, haben es zeitlich nicht, weil bei Damon, sag ich dir hinter den Kulissen, also wenn die Kamera aus ist, ist was Krasses passiert, was schön so und deswegen haben keine Zeit gehabt. Und ich weiß ja, was passiert ist, ich frag nur, dass du es halt erzählst. Deswegen. Ja? Nee, aber deswegen, also die haben beide zugesagt. Und aber es hat dann halt zeitlich nicht geklappt, weil und die Deadline was, anstand. Was sich auch viele gefragt haben, ist, warum war Herr Kuchen nicht drauf? Das war tatsächlich nur wegen dir. Ah, das ist, tut weh, ne? Das ist eklig, ne? Ist eklig. Entspricht ja nicht der Wahrheit. Ja, ich weiß. Aber dennoch, das ist eklig. Warum fragst du sowas? Nee, weil ich hätte kein Problem damit. Unangenehme Fragen stellen. Ich krieg auch gerne unangenehme Fragen. Kannst du auch was Unangenehmes fragen? Ja. Wenn dir was einfällt, fragt mich was Unangenehmes. Okay. Nee, aktuell Chat, nicht. Fragt mich mal was richtig Unangenehmes. Ich bin ein Zocker, jedes Game wird jetzt gerockt. Ich hab schon als Kind Mario auf der NES gezockt. Jetzt ja, mein Bart ist ja nicht schief. Es muss ja was Richtiges sein. Länge Zentimeter ist mir auch nicht unangenehm. Was ist mit euch los? Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall ich würde sagen, ich liege nicht über dem Durchschnitt, aber ich liege auf jeden Fall im oberen Bereich des Durchschnitts. Also ich kann mich bei Gott nicht beschweren. Ist alles gut. Aber ich habe ihn auch nicht gemessen. Wahrscheinlich wäre ich so ehrlich, wenn ich ihn jetzt gemessen hätte, würde ich euch wahrscheinlich sagen, wie lange er ist. Wie viel wiegst du? 104. Kann man sich per Donation einen Song wünschen? Nein. Beschnitten? Nein. Von vorne oder von hinten abwischen? Das ist, da werden wir jetzt streiten. Ich habe immer von hinten abgewischt. Du wirst jetzt auch sagen, wie machst du? Also, man wischt ja seinen Arsch so ab, indem er sich nach vorne beugt. Ich nehme immer Gießkanne. Nee, aber ich habe irgendwann angefangen, habe ich mich gefragt, warum mache ich es mir denn eigentlich so unbequem? Warum hebe ich nicht einfach meinen Sack an und putze von vorne ab? Und seitdem mache ich so. Geht auch. Ja, das ist viel einfacher. Ist ja nur so. ich heb meinen Sack an und dann wische ich mir den Arsch ab. Das geht viel einfacher. Okay. Wie soll das gehen? Real talk to you. Hä? Das ist real talk so. Jetzt, was mockt denn immer so? Ich wische mir meinen Arsch da sauber ab.
Das ist so. Oh yeah. Es war mir jetzt klar, ja, das ist halt real, das ist real talk jetzt, ne? Aber wir können auch, stellt mir gerne weiter. Würdest du nochmal gern Vater werden wollen? Ey, eigentlich ist es auch voll das geile Format. Warte mal, wir machen ich war schon immer ein Nerd, der gern zu Hause bleibt. Ich wollte nur spielen. COD Counter-Strike. In der nächsten Folge wird es darum gehen, was euch an dieser Welt oder an eurem Leben stört. Schauen wir mal, wie es wird. Schreibt also einfach rein, was euch so stört an dieser Welt oder an eurem Leben. Ja? Und ja, falls es euch gefällt, hoffe ich, ihr gebt mir einen Daumen hoch, abonniert mich und schickt das Video weiter. Bis nächsten Freitag.